Hallihallo, ich bin's wieder, der Knosti, und wir spielen heute mal wieder Minecraft. Ja, das kennt ihr schon alles. Und heute wollte ich auch einen zweiten Part, als Entdeckungspart benutzen. Machen wir uns noch ein paar Fackeln. Ich habe auch das Baumhaus als unser Haupthaus ein bisschen weiter gebaut, weil ich finde, das ist unser Haupthaus, nicht dieses kleine schäbige Hütchen da unten. Und ja, hier mit Fackeln geschmückt. Hier einen kleinen Vorraum. Hier habe ich auch noch weitergebaut. Hier noch ein kleines Häuschen. Hier geht sie weiter. Hier mache ich vielleicht irgendwann mal eine fast unendliche Strecke. Hier geht's wieder hinauf. Und ja, das kennt ihr schon. Habe ich ein Dach drüber gemacht heute. Und hier auch so ein kleiner Glasdurchgang. Ja, was machen wir heute? Jetzt in der nächsten Viertelstunde erforschen wir weiter unsere Höhle. Und ja, von euch wollte ich ja noch wissen, das Videofrage stelle ich gleich jetzt gleich am Anfang. Wollt ihr mehr Entdeckungstouren oder, oh mein Gott, Spinnen? Die können ja Wände hochklettern seit neuestem. Oh, egal. Wollt ihr mehr Entdeckungstouren und, keine Ahnung, Fails von mir sehen, wo ich sterbe? Oder ihr, ja, was weiß ich, denn irgendwas bauen? Ich werde sicher was bauen. Das ist jetzt, sagen wir, der vorletzte oder letzte Part vom Entdecken. Den Rest werde ich noch allein entdecken fast. Weil für euch ist sicher auch nicht angenehm, die ganze Zeit daneben zu hocken. Und sagen, ja, sonst zu sagen, ey, der macht jetzt das und das und das und das und das und das. Das soll ja nicht Sinn der Sache sein. So, ich habe mich auch schon ein bisschen cooler und alles abgebaut. So, ich hoffe halt, dass hier nicht so viele Monster wieder gespawnt sind. Und ja, welchen Weg sind wir noch nicht gegangen? Den da. Dann machen wir das gleich mal. Und da sehe ich auch schon einen Zombie. Stirb, Zombie. Ah. Ja, ich bin jetzt ein bisschen leiser, damit sie mich nicht hören können. So, mir wurde auch empfohlen, mehr Fackeln zu benutzen. Mache ich jetzt auch. Entschuldigung, wenn ich es ab und zu vergesse, weil ich sehe, was kommt, also von der Helligkeit anders als ihr. Ja, haben wir auch schon Wasser. Kohle, hier haben wir auch noch schön Eisen. Hier war auch noch irgendwas. Ah, hier höre ich auch schon wieder Zombies. Hier ist auch Eisen. Oh, wir finden so viel Eisen, aber kein fucking Gold. Okay, hier ist auch nichts. Nichts Besonderes. Und hier auch nicht. Okay. Das heißt, uns bleibt eh nur dieser Weg hier übrig. Es ist schon alles kaputt fast von mir. Ja, so, hier geht's aber schön hinunter. Und noch weiter hinunter. So, ich baue mir hier noch so einen Nebengang und nehme da die Eisenspitzhacke für euch, damit es schneller geht. Extra für euch, Leute. Also ihr dürft euch geehrt fühlen. Von Knosti wirklich eine Eisenspitzhacke zu bekommen. So. Jetzt werden wir wieder Fackeln. Und irgendwie ist da nichts mehr, oder? Oder? Oh, ich will ja nicht vortreiben. Nee, hier ist nichts mehr. Hier ist der Ke. Oh. Hier komme ich auch nicht raus. Mann, 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 Mann. Na, okay. Hier ist der Cave of. Also hier mal zu Ende. Aber wir haben ja vorher auch einiges gesehen. Einige dunkle Passagen. Da müssen wir einfach irgendwo anders lang gehen. So, hier ist. Wieso habe ich das Eisen nicht da? Ah, okay. Bauen wir das gleich mal ab. So, und wow. Sehr viel Eisen. Schön. Sehr nice. Es wird jetzt auch. Ja, ich weiß nicht, wann ich den Part jetzt hochlade. Aber schau mal. Egal, wann der Part hoch ist, es wird davor auch. Also, ich werde es immer so machen, dass ich euch immer zwei Parts zum Anschauen gebe. Also damit ihr ungefähr, also es ist nicht ganz eine halbe Stunde, aber damit ihr ungefähr eine halbe Stunde schauen könnt.
und nachher irgendwas anderes machen können, sondern nicht mir die ganze Zeit beim Minecraft spielen. Oh, hier muss ich ja beim Minecraft spielen zuschauen müsst. Ja. Und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Ich glaube hier hin. Ja, oder? Ja. Hier sind wir noch nicht runtergegangen. Ah. Wow, und Creeper, Creeper. Oh mein Gott. So, ob ja nichts weiteres kommt. Hat nichts droppen lassen. Ah, hier seht ihr, ihr habt gerade genau gar nichts gesehen. Egal, ich auch nicht. Oh mein Gott. Der Cave ist ja fett. Oh mein Gott, nein, keine Spinne. Seht ihr die? Obwohl, die fällt ja dann runter. Spinne, komm her. Die ist zu klug. Was machen wir jetzt? Ich glaube, die ist jetzt aber da drüben. Und wie ihr wisst, wenn ihr in anderen Parts aufgepasst habt, ich hasse Spinnen. Okay, gehen wir so runter. Kommt sie ja auch durch? Oh mein Gott. Da oben ist sie, oder? Ah, weg hier. Ja, ich habe jetzt keinen Bock hier von der Spinne. Ah, oh, töten wir sie einfach, kommt. Ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber die Spinne attackiert mich jetzt. Ah, oh, und sie droppt schon wieder nichts. Bei mir lassen die Spinnen nie was droppen. Ich finde das so assi von denen. Ah, oh, und schon wieder haben wir hier was Dunkles gefunden. Aber ich glaube, den Cave haben wir jetzt langsam. Aber doch nicht. Jetzt wollte ich schon sagen, dass wir langsam aber doch entdeckt haben. Haben wir aber nicht. Mein Gott, wenn ich hier Fahrt hätte, also. Dann würden hier 1000 Zombies spawnen. Also nicht nur Zombies, aber. Soll ich mich. Ja, ich weiß, dass hier. Oh, WTF, ich glaube, hier drunter ist irgendwas. So. WTF. Der Cave ist wirklich fett, Leute. Hier brennt irgendwas. Ist hier oben Lava? Oder sind wir hier an der Oberfläche? Ich weiß es nicht, Leute. Aber irgendwas hat hier gebrannt. Also, irgendein Zombie oder irgendein Skelett. Oh, und ja, das ist Lava. Oh. Und ein Creeper. Noch ein Creeper. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird mir hier ganz ehrlich. Zu viele Leute. Oh mein Gott. Und noch ein Creeper. Wieso sind hier so viele fucking Creeper hier? Okay, Mann, 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 Mann. Alter. Und jetzt habe ich natürlich wieder keine Ahnung, wie ich zurück nach Hause komme. Und schon wieder. Oh mein Gott, ist ein Creeper Spawn oder was? Alter, woher komme ich? Ich will sofort zurück. Hier komme ich fix nicht her. So, ich hoffe, ihr seht jetzt auch genug. Alter, ich will sofort weg. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich hör schon wieder irgendwas. Ah, oh, und schon wieder ein. Achso, das war der Creeper, den ich vorher gesehen habe.
dir wird's, Junge. Ich glaube, ich komme von hier. Leute, schnell raus hier. Noch Eisen mitnehmen. Und ohne meine Rüstung, ganz ehrlich, wäre ich übelst verreckt, wo die zwei Creeper auf mich losgegangen sind. Alter, Alter, Alter. Das hänge ich nachher noch am Schluss als Zeitlupe an, das muss schon sein. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Zeit wir schon damit jetzt vergeudet haben. WTF, hier war ich schon oder was? Und wieso ist mir das nicht aufgefallen? Naja, egal. Und schon wieder. Wieso? Oh mein Gott, schon wieder ein Creeper. Wieso spawnen hier fucking Creeper? Okay, zack. Nochmal. Und der lässt auch nichts droppen. Ah, doch. Einmal Gunpowder. Das heißt nicht Gunpowder, aber ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja. Ich sollte mir dringend Wegbeschreibung machen. Boah, ich habe schon wieder gedacht, da ist was. Leute, ich habe keinen Plan, wo ich bin. Hier geht's nicht weg. Hier? Mein Gott. Ah. Spinne. Wow, 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 wow. Was macht die da? Und schon wieder eine Spinne. Zwei Spinnen. Alter. Alter, was machen diese Spinnen da? Alter. Junge. Stirb. Jeder braucht noch einen Schlag, oder? Oi, Alter, Alter, Alter. Alter hier. Und ich glaube, es ist noch eine Spinne, oder? Alter, nein, das ist... Das wird mir hier zu bunt. Ganz ehrlich, ich will hier einfach nur raus und wieder zu meinem Haus. Ah, ich bin schon wieder hier. Alter, Alter, Alter. Ja, und... Huh. Geht's hier lang? Ich denke schon, oder? Alter, nein. Ich finde hier wirklich nicht mehr hinaus. Ich hatte einfach einen Plan. Ich... Ja, ich baue mich jetzt einfach irgendwo hinaus. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die Lava ist. Oh, und Gold. Alter, Gold. Ja. Alter, und wenn ich jetzt sterbe oder nicht mehr hinausfinde, dann gebe ich euch die Schuld. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich probiere hier irgendwie rauszukommen. Und ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.